Oh, Joker. Hast du gut hergefunden? Warte. Hast du gut hierher gefunden? So, was will ich? Was hast du gesagt? Aloha zusammen. Beginnen wir unseren heutigen Unterricht. So aussieht, haben wir auch einen neuen Schüler in unserem Team. Willkommen. Wie ihr vielleicht wisst, ist das Küstenareal in der tropischen Insel nachempfunden. Daher leben auch viele Pokémon hier, die sonst in wärmeren Klima beheimatet sind. Meistens gibt es da eine Art, die größer gewachsen ist als in vielen anderen Regionen, was besonders viel Licht abbekommt. Solche Pokémon hatten bei manchen Regionen ein anderes Häuschen aufweisen, war ich mir von regional vor. Wie zu eurer heutigen Aufgabe. Ich möchte, dass ihr eine Regionalform fangt, genauer gesagt die Aloha-Form eines Pokémon. Wie erfolgt, jetzt spart bitte wieder her und zeigt mir euren Fang. Dann mal auf mit euch. Das habe ich das Safe schon im Inventar. Ja, viel praxisorientierten Unterricht hier in der Blaue Ecke. Ich hab gesagt, Pokémon in der Aloha-Form da. Kannst du ein Pokémon in der Aloha-Form fangen? Ja. Erstmal gucken. Steht das hier, wenn das eine Aloha-Form hat? Ich hab Safe-Fans in der Aloha-Form. Steht das gleich hier? Ich habe ein paar gefangen, ich probiere ich. Das ist keine Aloha-Form, okay. Okay, wir haben Details. So, das ist doch selbe Shop, ne? Ja. Ich werde es auch gemacht. Wenn das nicht geht. Willst du mal ein paar Aloha-Formen sehen? Dann zieh dir mal ein Pokémon rein. Ja, gib her den Scheiß, oder? Leo. Leo, gib mal lieber her den Scheiß. Komischer Lockenkopf. Ja, gern. Schläft mir das gesagt, wo du mir das Buch gefallen hast? Ups, das Ding an die Fresse. Ja.
Ja, natürlich, als ob der Bohrer über den Blick hat. Das ist halt, das ist so zwei Bällen. Das ist auch noch weggetreten und dann. Genau. Muss ich selber packen. Nicht genau, geht. Liege hab keine da, muss ich selber packen. Und kannst sie gut ansehen, wenn das mal keine tollen Alola-Formen sind. Der gibt her den Scheiß. Arschgeige, Alter. Was bist du hier? Die Pieter ist okay. Aber ich darf wohl später aufmachen. Ich hab da vorne ich aber schon einen Slimer bei der Weide gesehen. Repeat Spinner her und sagt nach ihm. So, ja, wenn man kurz klarstellen will, der Boss ist. Gut, danke. Peach ist wohl gefangen. Super. Sie hat die Klinge an seinem Schwanz extrem scharf, indem es sich ständig an Steinen wetzelt. Peach ist die erste, wenn man sehen will. Okay. Aber ist egal. So, dieses bunte Etwas darf ich gerne. Ist doch keine neue Slime. Hätte ich gerne. Vorbei. Treffer, Digga, ja, das ist doch noch Müll! Okay. Ist doch noch Müll. Zählt ja auch noch ein Angriff, ich kann von ihm. Digga, das ist einfach eine Attacke. Was ist das denn für eine Unnötige? Okay, Digga, es zählt auch noch ein Angriff und bringt ihn einfach selber um. Danke, Digga, ich wollte dich haben. Wenn du eine Aloha-Form hast, eindeutig wie das aus. Das haben wir gerade gekämpft. Nämlich halt das. Zeige ich ihm das. Regenbogen-Slime-Box sieht viel, viel cooler aus und nämlich halt nur als Slimer. Die Aloha-Form. Der Typ davon hat die Monster. Ah, gut. Ich muss das einfach sein. Es sehen ja auch anders aus. Es sieht normal so als Kette. So, Slime wurde gefahren. Ja, hallo Affa. Das Sample hat von mir mit Freunden verschrieben, gibt es jetzt sehr groß aus der Arme, jeden Abfall entsorgen und sagen, sag doch mal Schlammbruch. Ab jetzt wieder. Und Slime muss die ja selbst zerstören. Da ich hier auch bald kein weiteres Slime-Up sehe. Wenn wir uns darum bis später kümmern, dann bringen wir jetzt erstmal Slime. Jetzt fliegt es. Hey! Da ist ja auch alle noch rumsitzen, ne? Ja, konnte ich. Ja, genau, ich beginne noch nicht die Boxen aus. Auswählen. Ja. Oh, der Tisch kein Zweifel, ist ganz klar hier Aloha vor. Warum kann Slimer? Slimer und damals nach Aloha gebracht, um die dortige Abfallproblematik zu lösen. Zeit nahmen sie dann diese Form an. Was? Du hast die Aufgabe schon erledigt? Ich habe mir jetzt Zeug gelegt. Das stellst du dich also nicht nur im Kämpfen, sondern auch Fangen geschickt an. Das zeigt sich der hohe Standard der Traumakademie. Also gut, kommt bitte alle mal her.
Heute ist die Zeit um und der Unterricht damit beendet. Wem es neulich gelungen ist, ein Pokémon zu fangen, ihr macht es bitte als Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir ja noch Hausaufgaben. Ja. Wenn ihr alle hier nur dumm ansitzt, dann ist das so. Und wie fandest du den ersten Unterricht bei uns? Es war total einfach. Wirklich? Du bist von der Alchemie beschwert, wo sie gewohnt. Oh, fast vergessen, ich muss noch im AG-Raum vorbeischauen. Dann wird es mal die Führung dann mal zu Ende, aber ja, nützliche ich Info habe ich noch. Hier in der Alchemie kann man nach dem Unterricht Blaumel-Mission oder einfach kurz Missionen erledigen. Diese Aufgaben werden zur Akademie gestellt und finden innerhalb der Gruppe statt. Check jetzt im Autokämpfe, manchmal auch darum, bestimmte Pokémon zu fahren. Mission kann alles möglich werden. Niemand weiß, wie auf das nächste gestellt wird oder wenn es stattfindet. Wenn es dir abschließt, als du zu Blaubeer kommt, du kurz BP. Das ist quasi ein Erwerb bei einer Kunde. BP kann wie Geld in der Mensa und in Geschäft gelangt werden und weiter für Lockies. Jedenfalls weiß ich schon, Mission soll ja nicht sein, mit BP zu verdienen. Außerschulische Aktivitäten aber auch gar nicht mehr fern, weil ich mich nicht ins Smartphone geschickt bin, als du Blaubeer kommt. Verschiedene Missionen kannst du ja ansehen, den ich. Neue Mission angezeigt. Wenn du eine erledigt hast, wird zu dir neu ersetzt. Bei 10 Missionen kannst du eine besondere Bonusmission versuchen. Die Freunde Sessions und Nutzer zu beiden Freunden bei der Mission helfen, Abschluss einer Mission erhalten. Und wenn du aber auch viel Geld als Sauce ersetzt, kannst du eben. Ja, unterstützen. So, das war's. Tut mir leid, dass ich so plötzlich davon düse, aber ich muss jetzt echt los. Viel Spaß noch an der Akademie. Telefon. Hi, spreche ich mit Joker? Ich bin's Hanna. Hab gehört, du bist als Austauschschüler an die Blaue Akademie gekommen. Ja. Hehe, einer der Lehrer hat es mir gesteckt. Hätte nicht gedacht, dir jemals an meiner Schule begegnen zu können. Ich weiß schon fast nicht mehr, wie du aussiehst, also wird's höchste Zeit für ein Treffen. Überlegen, du warst schon mal eine Terra-Kuppel? Ja, nochmal Kuppel. Nein, Zentralplatz. Treffen wir uns dort. Jetzt auch nicht mehr, wie du auf. Das ist schon großartig, dass ich mir jetzt gesehen habe. Also im Spiel bin ich eigentlich nur. Dachte, war ich noch da? Wieder nach Hause gereist? Wurde angequatscht. Und bin zur Zentralplatz. Ja, vielleicht noch nicht. Geh ich da? Okay. Jetzt bist du ein kleines Vieh. Ach, ich glaube schon. Nee, du bist hier. Oh, das ist dann von dir. Ich hab auf jeden Fall mit Ziau. Und dann kommst du mit. Was ist Ziau wurde gefangen? Erledigt. Jetzt kommt's hier. Anscheinend war es eine Aufgabe, Ziau zu fangen. Sein Gesicht ist auch so zufriedenstellend, bringt es enorme Anstrengung auf, um seine Psychokräfte unter Kontrolle zu halten. Ich habe nur Xiao gefangen, weil Xiao mir überlebt gelaufen ist. Das war mein schöner Aufgabe. Es sind so 500 Metern zurück. Nee, das ist echt schwer. Egal, wie ich die Aufgabe schaffe, so habe ich es nicht mehr in meinen Pokémon geheilt. Nimmst du in vielen Köpfen teil? Ah, der ist das schön, aber ich bin die Beratungsgeheimnis. Der Trump, der besitzt zwar scheißfreie Pokémon-Köpfe. In der Bauverein will die Schüler zu möglichen Pokémon-Köpfe gegeneinander auszutragen. Deswegen schenken wir ihnen unsere BP, je mehr Kämpfe sie auf dem teilen. Wir haben 5 Schüler in Küstenreihe zu gewinnen. Sehen, hast du gegen einen Schüler gewonnen? Ja, jo. Den Blumenkreis da laufen wir aber nicht. Und dieses VT da nicht. Doch, das VT habe ich schon gut als VT. Tschüss. Das da. Oh,
Oh, so also unnötig zusammen. Hm? Muss man jetzt erklären? Was ist der jetzt erkannt? Wer sich Blüten an sich trägt, ist glücklich und strahlt mit diesen anheiseren Blüten aus. Bevorzugt Gebiete mit vielen Blüten. Ich habe eine Box. Oder was will er? So, pass auf, ich brauche dich jetzt, weil ich kann jetzt nicht weg. Jo, du kommst ein bisschen spät, Jung. Ich hab dich komplett ausentwickelt. Du bist mein freier Vogel, wenn ich hier schon seit Anfang an. So. Den gibt's nicht schon. Den anderen von der Ticken ist entdeckt. Ja, das bringen wir uns nicht so richtig schon. Auf Stufe 3 ab, ne? Weil es jetzt irgendwie schon mein Team ist. So, die Schildkröte da, das kann ich. Ich hab die schon da. Dann Focker und tut sie mir auf jeden Fall. Warte, ne? Nein, ich tatsächlich noch nicht. Hätte ich wieder so was denn gemacht, weil ich. Hätte ich mal, warte. Also. Vorbei. So, Götti wurde gefangen. Super. Mhm. Kurz die Quelle seiner Energie. Es lebt der meiste Bergen, die ein großes Kohlefackel aufweisen. Nein, danke. Nein, so, kein Team. Ich bin. Ja, das wird jetzt so. Zack. Dann ziehen wir ein Item auf. Ja, okay, hier fällt auch noch was statt. Interessant. Soll ich die Candy bekommen? Kann ich gerade aufbleiben? Ich glaube ja. So, dass ich vorher wieder die Kürze ja nicht sehe, wenn die ganz so gut aus. Ich habe schon. Okay, dann. Schönen Tag. Ups. Ich verschwinde.
So, was ist mit dir? Die fette Kuh. Oh. Schon mehr oder was? Keiner ruppt. Okay. Sind wir auch gewuppt oder was? Nee? Okay. Ohne Stress. Nachtlieb. Sie wollte sehr anders. Ist mit der ist geklappt. Wir haben wurde gefragt. Bei Zwindenfisch beizt aus dem Höcker auf seinem Rücken glühend heiße Lava. Es lebt im Vater von Vulkan. Okay. Und 22 Kilo schwer die Tube. Ja, ich habe etwas gedacht, das ist so oder was. Und diese riesige Spinne hier kann mir nicht bekannt wurde. Maestro. Super. Maestro wurde gefangen. Zack. Zettler-Pokémon. Schießt Klebe Wasserbahn, um Feinde daran einzuschließen, wenn dies bewusstlos. Sie mit großem Mundwerkzeug. Okay, eine Box. Ganz klar. Das war abzusehen. Also das war ja auch klar, dass es die Weiterentwicklung sein wird. Du kannst bitte mal abschischen. Ich habe hier schon. Ja, gucke das war schon wieder. Ah, hier schon wieder. Noch 210, ich bin jetzt im Mondstein. Gehen wir mal aufs Blink, mal mit hin. Macht viel, komm mal vor. Das ist die Aufgabe. Ja, da ist der Zentralplatz. Fahren wir mal kurz runter. Ich sehe nicht. Ups, kann ich nicht. Ich sehe auch hier. Ja. Bin ich mit drauf. Ich hab den Platz vielleicht. Da steht sie, da stehen wir beide. Ich hab sie schon gesehen. Ach, die Synchronisation. Ach, so eine Synchronisation. Oh, mein Name ist Synchroner. Ich bin ein genialer Forscher. Bist du mit der Mente beim Glück zu einer Experimente helfen? Okay. Zeichner, gehen wir 20 Prozessoren her. Okay, bring mich einfach mal weg. Dann hast du ein Pokémon aus dem Ball lassen und sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, sehr schön, dann machen wir mal so eine Operation. Viele von dir und dein Pokémon sind nun synchronisiert. Du willst ja ein Pokémon genauso, wie du es möchtest. Probier es doch mal aus, gib es zu den Baum. Okay. Ich hätte euch was anderes vor, aber okay. Oh wow, du bist ja ein richtiges Naturtalent. Hier habe ich 94 Daten sammeln können, nur für dich. Gut, danke. Wenn jetzt hier was darf ich weiterhin gefallen bitten, wir fordern ein bisschen mehr auf andere und auf das Schwimmen und auch mehr. Ja. Ja.
Sehr schön, aber Synchronisation. Ich muss verschiedene Orte auswählen, ja. Ich höre nur mal verkämpfen. Ich stehe. Ich soll mir erstmal gut Zeug, ne? Angreifen. Bitte schön. Wow, noch synchronisiert, da kann man ja gar nicht sein. Da ist ordentlich Talent, wie du verdienst, ja, mit dem Herd. Eine Synchromaschine. Ja. Mein Gefühl mit dem, der das Pokémon synchronisiert, mit dem, der andere sein Leben passt. Gibt's hier fast und fertig aus. Gut, da ist hier ein bisschen Monia, sieht uns wieder aus, wie aussieht. Wenn du die anders kannst du hier jetzt in der Pokémon synchronisieren. Ja, Maschinen. Ich bin mit ein paar, so wie ich mit dem sie passieren, das Problem hat die, ja. Darf ich jetzt bestimmt wieder oben gehen?